Ja, wir haben die Studie in Auftrag gegeben, weil die Zahl der Aktionäre in Deutschland seit vielen Jahren stabil ist. Und stabil ist in diesem Sinne nicht gut, sondern wir sehen, dass wir heute wieder auf dem Level sind von vor 10 Jahren, was die Anzahl der Aktionäre in Deutschland angeht. Und daran sollten wir etwas verbessern. Die Frage ist, wie kriegt man das hin? Und uns ist aufgefallen, dass wir eigentlich viele Jahre lang einen Patienten behandelt haben, ohne die Diagnose zu kennen. Also wir haben geschaut, warum interessieren sich Leute nicht für die Aktie oder haben versucht, Maßnahmen abzuleiten. Wir wussten gar nicht, was ihre Beweggründe sind. Und in dieser Studie geht es um die Beweggründe, um die Diagnose. Ja, wir machen zahlreiche Sachen. Also wir stehen ja hier im Börsengebäude und wir bauen hier auch um und entwickeln hier eine neue Ausstellung und so weiter. Aber die eine der Lehren aus dieser Studie ist ja, dass ein einfaches Weiter-so und die weiteren nächsten Erklärvideos, das ist nicht die Lösung, sondern wir müssen emotionaler werden, wir müssen einfacher werden. Und daher fühle ich mich in vielen Dingen auch bestätigt, die wir hier machen bei der Deutschen Börse. Das ist ein kompliziertes Thema, aber eines ist sicherlich klar, die Privatwirtschaft alleine kann dieses Problem der Aktienaversion in Deutschland nicht lösen. Da gibt es unheimlich viele Maßnahmen. Dann muss man sich fragen, wie geht es dann weiter? Welche Verantwortung liegt vielleicht in der Politik? Was gibt es da für Möglichkeiten bei Interessenvertretungen und so weiter und so fort? Also es ist ein Zusammenspiel im Grunde genommen, um die Aktienkultur in Deutschland zu verbessern.